Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen Anfängerguide für jeden, der neu RDW spielen möchte und auch weiterkommen will und nicht nur diese Aufträge machen will, um V-Bucks zu bekommen, um sich dann Skins in Battle Royale zu holen. Denn ich kann nur eins sagen, wenn ihr nämlich bis zu einem Peak spielt, habt ihr nämlich mehr Missionen auch, um V-Bucks zu erhalten. Gestern hatte ich, wie gesagt, hier oben eine gehabt, wo ich 24 V-Bucks erhalten habe. Das heißt, gar nicht mal so schlecht. Also, ja, es gibt mehr V-Bucks-Missionen dann auch für jedermann, der sie dann auch machen möchte. Nicht nur das. Ihr könnt auch was erhalten. Ich finde es schön, dass die Leute hier ständig bei mir reinkommen. Aber kein Ding. So, schauen wir uns privat mal weiter. Also ihr habt mehr Chancen, V-Bucks zu erhalten, wenn ihr halt bis Twin Peaks gespielt habt. Ihr müsst nicht unbedingt hier oben jetzt umroxidieren, aber ihr solltet schon ein bisschen gespielt haben. Brutal reicht eigentlich auch schon raus. Und vielleicht macht es den einen oder anderen doch mehr Spaß, weiter zu spielen. Nicht nur in Steinwald, sondern in Plankarten rumzuhauen, sondern dann auch woanders. Und ihr seht, wie groß hier die Missionsfläche ist. Und es gibt natürlich auch Apps, die euch zeigen, wo es denn wie V-Bucks-Missionen gibt. Und dann könnt ihr euch am Tag, ja, 80 V-Bucks schon sichern, je nachdem, was das für eine V-Bucks-Mission ist. Ja, nicht nur das, sondern es gibt auch bei den Aufträgen, bei mir steht das jetzt nicht da, ihr seht aber, wie viel V-Bucks ich bekommen würde. Und das könnte übrigens auch so sein, muss ich sagen, wenn ihr Plankarten-Mission macht, Brutal-Mission oder Twin Peaks-Mission, bei Twin Peaks-Mission, ja, wenn es steht, dass ihr Twin Peaks-Mission machen müsst, dann kriegt ihr auch 100 V-Bucks aus den täglichen Missionen. Und 100 V-Bucks hören sich für eine Mission, besagt für drei Missionen, dreimal müsst ihr das abschließen, hört sich das gar nicht mal so schlecht an. Also ihr habt dafür zwei. Sonst braucht sie zwei Tage, um 100 V-Bucks zu bekommen. Und jetzt, wenn ihr zwei Peaks-Missionen habt, kriegt ihr 100 V-Bucks. Gar nicht mal so schlecht, Leute. Also, es würde sich lohnen, wenn ihr das ein bisschen weiterspielen würdet. Übrigens, für Brutal kriegt ihr, glaube ich, 80 oder 60 V-Bucks. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, Plankarten sind 60 gewesen. Und wie gesagt, unsere Aufträge, die wir hier sonst haben, können wir auch in Steinwald abschließen. Deswegen gibt es auch nur 50 V-Bucks. Wenn da hier stehen würde, tägliche Stadtaufklärung in Twin Peaks, dann würde es natürlich 100 geben, weil es ist ja schwieriger, das abzuschließen. Ja, das mal so davor. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache. Wieso sollte man überhaupt das Spiel denn auch noch spielen? Klar, das jetzt, wer gesagt, die Lamas hier zählen nur für die Leute, die auch das Spiel spielen möchten. Dann würde ich euch empfehlen, diese Lamas zu holen. Ansonsten halt nicht. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt ja Gold durch die Mission bekommen. Und dann könnt ihr euch, wie gesagt, hier Sachen kaufen. Und ja, es gibt noch eine Möglichkeit, V-Bucks zu erhalten. Darüber gehen wir jetzt auf die Sammlung. Hier in der Sammlung, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt, könnt ihr V-Bucks erhalten. Ich bin schon ein bisschen hoch vom Level, aber ich habe ca. ja, 5000 V-Bucks dadurch gemacht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich 5000 waren. Aber ihr kriegt einige V-Bucks wirklich zusammen. Hier in der Sammlung lässt sich sehen. Und ja, wie gesagt, die letzte Möglichkeit, um V-Bucks zu erhalten, sind die Sturmschilder. Gebt euch mir bei dem Sturmschild, dann klappt das auch ganz gut. Plankarten, Brutal, das sind jeweils 10 Verteidigungen, das sind 4000 V-Bucks, die ihr erhalten könnt. Also 4000 haben oder nicht haben, ist die nächste Sache. Die nächste Sache, die ich jetzt habe, wie gesagt, das war jetzt das V-Buck-Ding, was ich euch angeboten habe. Jetzt kommen wir zu den richtigen Anfängerguide für die, die das Spiel spielen möchten. So, was sollte man jetzt beachten? Man sollte beachten, ob man vielleicht in einem Event sich befindet. Wir haben derzeit das Gruften-Event, daher sollten wir vielleicht bei den Aufträgen gehen und schauen, was die Gruften uns so bieten. Hierbei gibt es bei den Gruften, wie gesagt, dazu kommt auch nochmal ein spezieller Guide noch dazu. Da werde ich die Krypta, die einzelnen Gruften, wie gesagt, erklären. Denn bei der Krypta kriegt man nämlich, wenn man die
viermal gespielt habe, kriegt man einen Held. Jetzt immer eins, zwei. Nein, wenn man dreimal spielt, kriegt man einen Held. Und Krypta Teil 3, ihr seht schon, man kriegt Gold, bekommt Gold. Das heißt, ich müsste das viermal spielen, um dann auch die maximale Belohnung zu bekommen. Bei Inferno sieht es genauso aus. Bei der Grotte genauso. Und ich weiß nicht mal, das Labyrinth, genau. Das Labyrinth ist das letzte und dort kriegt ihr auch nochmal spezieller Loot. Ihr könnt aber nur in zwei Gruftenarten zwei Helden bekommen. Diese Helden könnt ihr entweder euch jetzt einverleihen und spielen oder in die Sammlung packen, um euer Sammlungslevel hochzusetzen. Mit 20 V-Bucks könnt ihr, wie gesagt, diese Helden auch wieder rausnehmen. Das gilt für Waffen ebenso. So. Warum sollte man jetzt die Gruften spielen? Wir haben ja derzeit was Besonderes drin, und zwar man kann in der Sammlung sich nämlich etwas besorgen. Dafür braucht man drei bestimmte Überlebenden, um diese Sache zu bekommen. Und der ein oder andere kennt das ja bereits schon. Es geht um den Kürbiswerfer. Ich bin jetzt hier leider woanders unterwegs. Ich muss zu den Erweiterungsgelsten, glaube ich, gehen. War das? Nein, das war bei den anderen. Ach Mann. Hier, Alprep. Genau, die Kürbiswerfer-Skizze kann man nicht erforschen. Auch nicht mit Event-Tickets. Waffenforschungstickets, sondern man kann diese nur erhalten, wenn man das Albtron Lama öffnet und dort sich die. Warum bin ich hier? Müsste ich nicht normalerweise. Doch müsste eigentlich hier sein. Rein theoretisch, genau hier. Und zwar hier unten kann man nämlich die Skizze erhalten. Ihr seht, ich habe sie bereits. Wiederverwerten kann man diese übrigens nicht. Man kann sie nur in die Sammlung zurückpacken. Ob sich das was bringt, ein Überlebenden rauszunehmen, um nochmal eine Skizze zu bekommen, kann ich euch nicht sagen. Ich würde es auch eigentlich nicht machen. Aber ich kann es, wie gesagt, hier kurz zeigen. Sie bleibt weiterhin abgeschlossen. Jetzt packen wir den Kollegen wieder rein. Also, ihr könnt diese nur einmal erhalten. Trotzdem, ja, lohnt sich. Und wie ihr die Chance, wie gesagt, erhöhen könnt, ist einfach nur die Krypta spielen. Aufschläge, wie gesagt, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur die Event-Dinger machen. Ihr müsst nicht unbedingt jeden Tag irgendwas spielen, aber ihr seht, wenn ich jetzt einmal die Grotte spiele, kriege ich 200 Süßigkeiten und 150 Gold. Also eine Goldfarm ist das gleichzeitig auch noch. Also ich empfehle euch, das zu machen. Die 140er werden euch übrigens nur angezeigt, wenn ihr euch in der Nähe von Twin Peaks, wenn ihr euch in Twin Peaks befindet. Kriegt ihr auch diese Aufgabe. Ich weiß nicht, ob Low Level das auch erhalten können. Und hier übrigens Gruften, das ist die Musik, die kann ich euch auch zeigen. Die habe ich bereits. Was sie mir bringt, weiß ich nicht. Hier einmal kurz zum Anhören. Sehr schön. Musste ganz hoch drehen, die Scheiße. Naja, egal. Na gut, machen wir weiter. Jetzt kommt das, was sehr wichtig ist in diesem Spiel. Das sind legendäre Kraftquellen. Wir waren ja bereits gerade in der Sammlung gewesen und ja, es geht um die Kraftquellen. Was kann man mit diesen Kraftquellen machen und warum sind die so wichtig? Ja, das können wir ganz einfach klären. Diese Kraftquellen solltet ihr euch am Anfang vielleicht mal besorgen, denn die unteren Materialien hier wie Reihen, Regentropfen, Sturmblätter und so werde ich noch kommen. Machen wir jetzt aber mit dem Wichtigsten fertig. Legendäre Kraftquellen. Warum sind sie so wichtig? Und was bringen sie uns? Dafür gehen wir wieder in die Sammlung. Dann müssen wir aber schauen, wollen wir einen Entdecker, einen Soldaten haben oder eine Waffe? Die vielen, ja, ich möchte eine Waffe haben, die Helden interessieren mich nicht. Dann können wir hier bei den Fernkampfwaffen hingehen. Ja, ich will eine Scar haben. Können wir uns erforschen für 100 legendäre Kraftquellen. So, hier gibt es aber jetzt ein kleines Problem bei den legendären Kraftquellen. Und zwar, ihr müsst mindestens 2 Wochen warten. Ich zeige euch das kurz. Wir kaufen das. Das sind, ja, wir hatten 55 gehabt, legendäre Kraftquellen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Sammlung. Die Musik wird ein bisschen nervig. Ich mache mal hier wieder einen Sound drunter. So, dann habt ihr euch das mal angehört. Und jetzt gehen wir auf die Waffen. Hier auf die Fernwaffen. Gehen hier auf die Scar.
Gegenstand anschauen. Wir können sie hochleveln, weil wir sie haben. Jetzt gehen wir auf Forschen und ihr seht, man kriegt pro Woche 50 legendäre Kraftquellen. Das heißt, ihr müsst wirklich 2 Wochen machen, das sind 750 Gold. Hier, während dieses Events, lohnt sich das tatsächlich, das auch zu machen. Ich könnte sie mir jetzt erforschen, aber es gibt noch bessere Waffen. Und diese bessere Waffen will ich euch jetzt zeigen und euch auch noch eine Waffe zeigen, die euch vielleicht sehr interessieren könnte. Denn sie ist erstens nicht sehr weit verbreitet, sie wird aber gerne getradet. Und ja, sie kostet euch so gut wie kaum was. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns kurz die besten Waffen im Spiel an, die ihr euch erforschen könnt. Und ja, hier befinden wir uns bereits. Die Erderschütterer habe ich bereits einmal vorgestellt, die Hawks war genauso auch und die Phantom auch. Ja, die Verheerer natürlich auch. Es sind, wie gesagt, die Militärwaffen, die derzeit und auch immer noch sehr stark sind. Hierbei bei der Scheige nimmt der Spectre, Weißkopfwumme, 45er Flüsterer, Erderschütterer, Wildkatze, Hawkswar. Die Lux würde ich jetzt nicht mit reinnehmen. Die Tiger, ein gutes Scope, eine gute Scope da Air. Eine Verheerer, gute Sniper, Allround für Verteidiger und für sich selbst natürlich auch. Und die Phantom noch, eine gute Waffe, ein guter Allround auf lange Distanz und auch auf kurze Distanz, macht gut Schaden. Wäre, glaube ich, für jeden eigentlich gar nicht mehr so schlecht, die Phantom am Anfang zu holen. Sie ist verdammt gut und ich empfehle euch, die eigentlich auch sich zu erforschen. Und damit ich niemanden anlügen kann, könnt ihr sehen, ich kann sie mir hier holen. Ich habe sie mir jetzt geholt. Ihr könnt hier sehen, ich kann sie jetzt auch hier reinmachen. Wir können ja mal kurz schauen. Sie ist physisch. Wie ihr da unten links sehen könnt, Kopfschussschaden ist drin. Schaden gegen Nebelmonster und Bosse. Und ich würde sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Nebelmonster und Bosse. Leider müssen wir sie erforschen und dazu kommen wir auch gleich. Aber jetzt machen wir weiter. Vierfachwerfer ist auch ein guter Werfer. Ihr könnt euch aber jetzt derzeit noch ein bisschen warten. Ich bin gerade noch dabei, die Raketenwerfer alle soweit herzustellen und vorzubereiten. Dann bekommt ihr einen kleinen Guide dazu, welcher Raketenwerfer der bessere ist. Und dann stelle ich noch paar Spaßwerfer vor und der Vierfachwerfer gehört übrigens zu einem, der effektiv ist gegen Naturhöhen und den möchte ich euch dann auch vorstellen. Jetzt machen wir weiter mit den letzten Raketenwerfer. Ja, mit einem Werfer, der verdammt stark ist. Ja, es geht um die Müllkanone. Warum ist denn die Müllkanone denn so gut? Ihr seht schon, in der Herstellung kostet er nur 10 Sprengpulver, 21 rostige und eine aktive. Aber Moment mal, die meisten Raketenwerfer kosten doch 11 Kupfer. Wie kommt das? Ich weiß es nicht genau, woher das kommt, aber die Müllkanone ist einer der Werfer oder der einzigste Werfer, den ich derzeit gesehen habe, wo ihr keine Erze bezahlen müsst. Das heißt, die Müllkanone ist eigentlich ein guter Ersatz für jeden Werfer, den ihr euch holen könntet. Für den Anfang reicht die Müllkanone vollkommen aus. Wenn ihr natürlich im Endgame befindet, solltet ihr euch nicht mehr um die Müllkanone kümmern, sondern dann solltet ihr euch um ein Knecht Ruprecht, Deatomisierer oder etc. pp. Nahgefahr ist übrigens auch noch eine gute Waffe, würde ich euch empfehlen zu holen. Und nicht mehr die Müllkanone. Hier übrigens, ihr könnt sie auch erforschen. Ist daher eine gute Anfängerwaffe. So, jetzt gehen wir zu den Skizzen. Wir haben ja jetzt die Phantom uns besorgt. Wir können sie jetzt hochpushen. Ihr seht, ihr braucht insgesamt 13.000. Und jetzt beginnt nämlich das, was sehr schwierig ist bei mir tatsächlich. Ihr seht, ich habe kaum reine Regentropfen. Wir brauchen das jetzt natürlich, um sie auf Silber zu machen. Ich kann sie noch einmal hochleveln. Und ja, ihr seht, jetzt ist sie auf Silber und jetzt seht ihr auch gleich, warum das Problem da ist. Ihr müsst nämlich jetzt für die nächste auf Malachit müsst ihr 40 reine Regentropfen ausgeben und 11 Blitze in der Flasche. Das heißt, das nächste, was ihr euch holen solltet, während Portal im Shop sind Blitze in der Flasche. Das mal so vorweg und jetzt seht ihr auch, was wir brauchen, um auf Obsi oder auf Schatten zu machen. Und zwar, ihr seht schon, wir brauchen jetzt 11 Auge des Sturms, 22 Blitze in der Flasche und
60 reine Regentropfen. Was noch nicht hier abgesehen ist, was ihr auch nicht sehen werdet, da können wir auch kurz hingehen. Wir gehen hier mal kurz zu den 106ern. Hier könnt ihr es sehen. 11 Sturmblätter, 22, Auge des Sturms, 33, Blitz in der Flasche und 80 reine Regentropfen, um sie auf 116 oder ja, 130 zu machen. Ja, das mal so vorweg und ihr seht auch, wie viele Skizzen-EP ihr braucht, um diese hoch zu machen. Daher wird im Shop, und das werde ich euch jetzt auch sagen, wie es ist, euch erst empfehlen, reine Regentropfen zu holen und dann zum Schluss das andere, weil reine Regentropfen braucht ihr am Anfang sehr, sehr dringend. Blitz in der Flasche, wie gesagt, dann erst, wenn ihr die Waffe auf Silber machen wollt, und Auge des Sturms erst dann, wenn ihr sie auf Schatten oder Obsi machen wollt. Und die Sturmschilder, die hier unten sind, die sind natürlich dann zum Ende für 130er sehr wichtig. So, aber was ist jetzt noch wichtig hier? Wir fangen hier mit dem Vorteil plus selten an und mit dem Vorteil plus ungewöhnlich an. Nicht nur das, merkt euch das jetzt, die zwei Dinger. Es gibt sie übrigens in der epischen und in der legendären Variante auch noch, aber nicht im Shop zu erhalten, außer bei bestimmten Events. So. Haben wir nicht. So, Vorteil fix ist übrigens auch eine Sache, die ihr euch noch kaufen solltet. Diese ist nämlich sehr, sehr wichtig für die Skizzen. So, wir sehen ja unsere Waffe. Wir sollten mal kurz schauen, wo die Phantom ist. Die ist nicht markiert, besagt, sie ist nicht favorisiert worden. Das heißt, sie befindet sich unter den Favoriten. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Die 77er Phantom. So. Was ist jetzt an dieser Phantom denn so anders? Oder was? Wieso können wir sie jetzt verwenden? Ihr könnt erstmal sehen, wir brauchen hier elementare Gegner, um diese Waffe umzuändern auf Feuer, Energie, Natur oder Wasser. Bestenfalls wäre es Energie. Ich habe zu wenig Wasser. Müsste man schauen, wie man es macht. Aber physisch ist sie auch ganz gut gegen Nebelmonster, weil diese kein Element annehmen können, außer jetzt in der Grotte ist es möglich, dass die Laserbrudis, ja, so werden sie genannt, die Dreifüßer, ja, die Dreifüßler könnte man nennen. Laserbrudis hört sich aber besser an. Dort haben sie ein Wasserelement drauf. Ansonsten regulär im Spiel könnt ihr sie nur physisch finden. Das gilt für Schweber genauso und Smasher sind manchmal auch Natur, Feuer oder Wasser abhängig, aber hauptsächlich sind sie physisch dabei. Deswegen ist in Plankarten bis brutal physische Waffen noch ganz gut. Sollte man aber langsam dann auf Energie umwechseln. Ja, so. Aber was ist jetzt? Ihr seht schon unten, wenn ich da gehe, dann muss ich ja blaue Vorteil Plus ausgeben, um diese auf das blaue Element zu machen. Das gilt übrigens auch für das Grüne. Wir können hier sehen, ich habe 4000 Grün. Also kann ich es wechseln. Das dauert kurz ein kleines Moment und dann können wir das wechseln. Ihr seht aber auch, dass wir die Modifikationskosten befinden sich bei Vorteil Fix und bei den blauen oder halt grünen Vorteil Plus Geräten. So, natürlich seht ihr auch, wir können die Sets wie gesagt ändern. Hierbei müsst ihr aber den Vorteil fix recht viel haben. 600 müsst ihr haben, um eine Sache zu ändern wollen. Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht. Ihr seht auch die rote Zahl da unten bei mir. Sollte aber jetzt keinen stören. Wir sehen, fürs Epische würde es ausreichen, wenn ich den Kopfschussschaden erhöhen könnte. Ihr seht, ich habe 225 von 225. Werde ich nicht auf dieser Phantom machen. Wie gesagt, das stelle ich euch hier gerade vor. Könnte man vielleicht eine physische Variante machen? Wie gesagt, wo würde man denn für sich das denn machen? Genau, man würde sich das auf eine stärkeren Waffe machen. Hier könnt ihr übrigens mal kurz nochmal was sehen. Ja, ich befinde mich jetzt bei einer mythischen Waffe und zwar, ihr könnt jetzt hier auch mal sehen, die Kosten gehen hier übrigens ein bisschen höher. Ja, legendär und episch sind komplett unterschiedlich. Also ihr seht auch, für legendär müsst ihr mehr bezahlen als für episch.
225 war es für üppig gewesen, 345 für legendär. Das heißt, ihr braucht von den legendären mehr als für die anderen. Nur so als Information. Wir konnten es jetzt, wie gesagt, wir konnten das ja schon vorhin ganz gut sehen. Hier können wir jetzt hingehen und ihr seht es. 225. Wir gehen jetzt hier einfach hier rauf, weil ich will sie voll legendary haben. Also mache ich sie auch hoch. Und ja, das mal so vorweg. Ich habe jetzt 105 und keine 345 mehr. Ist jetzt jedem überlassen, wie er seine Waffen perken möchte. Wie gesagt, ich habe zu den stärksten Sturmgewehren ein Video gemacht. Wie gesagt, die Phantom ist erforschbar, die hat Erschütterer auch. Also ich würde euch empfehlen, euch aus dem Militärlamas Militärwaffen-Event was rauszuholen. Totengräber ist nicht unbedingt die beste Waffe. Ich komme, wie gesagt, zu der Totengräber, zu den Raketenwerfer generell nochmal, die ich euch natürlich nochmal zeigen möchte. Übrigens, ich gehe jetzt kurz ein bisschen durch meine Skizzen hier durch, durch meine Waffenskizzen. Ja, es gab jemand, der wollte wissen, was für Skizzen ich habe. Ich möchte, wie gesagt, nicht ständig alle vorlabern. Ich sage so, wie es ist. Einige Waffen sind voll leggy, andere wiederum nur voll blau. Diese hier ist jetzt nicht so 100% um, weil ich mir da noch nicht ganz einig bin, was ich mit dieser Waffe machen möchte. Sie ist recht selten und man sieht auch, der Bonusschaden gegen Naturfeinde ist vorhanden. Da muss ich schauen, was ich mir da ausdenke, ob ich wirklich auf den Kopfschutzschaden gehe oder ihn auf den Crit-Schaden mache. Ansonsten sind alle, fast alle meine Waffen voll blue. Einige haben Ausnahmen, die dann auch voll legendär sind. Oder auch episch. Also, ja, bitte. Darmspringer, ja. Also es gibt Raketenwerfer, die auch noch grün sind. Aber es liegt dann eher daran, dass sie dann halt auch so behandelt werden. Ich bin nämlich noch derzeit noch dabei, einen Elektroröhrenwerfer zu bekommen. In blau. Vollblau natürlich. Ich möchte ihn nicht unbedingt jetzt aus meiner Sammlung rausholen. Ja, das mal so vorweg. Und ihr seht, ich bin auch gerade dabei, andere Scharfschützengewehre hochzumachen. Neon Sniper habe ich jetzt auf 106 gemacht, um euch den mal zu zeigen. Die Fernschuss und die, ja, die Fortissimo habe ich mal gezeigt, die Fernschuss aber nicht. Und die Mitternachtsjäger kommt noch mit rein. Die werde ich noch später nochmal vorzeigen, weil die hat einen bestimmten Effekt. Das werde ich dann zu jeder einzelnen Event nochmal machen. Und ja, das sind so meine Skizzen, die ich jetzt habe. Ich habe noch einen Schrottschleuder und einen Pulverschuss. Werde ich alles nochmal hochleveln irgendwann mal. Und ja, ich würde sagen, das war's soweit. Eine Sache noch. Eine Sache, die habe ich total vergessen. Palmen braucht ihr am Anfang noch nicht so sehr. Die würde ich euch ab brutal wärmstens empfehlen. Am Anfang reichen hölzerne Bodenstacheln und Wandstacheln aus. Wer das Glück hat und Wandkatapulte bekommt oder auch Wandpfeile, dazu mache ich noch ein extra Video. Werde ich euch zeigen, wie es denn bestimmte Sachen gibt, wie man denn die Wandpfeile richtig nutzen kann. Deckensapper werden wir mal schauen. Heute, ja, finde ich noch nicht so ganz schön, muss ich mal schauen, wie man es macht. Aber die Wandpfeile, die haben eine richtig geile Sache. Und die werde ich euch dann auch vorstellen. Die Teergrube natürlich auch. Ich habe sie jetzt hier. Die werde ich zerlegen und dann werde ich die Teergrube hier hochsetzen. Könnt ihr jetzt sogar machen. Dann könnt ihr auch mal kurz zuschauen. Wir zerlegen diese jetzt. Und leveln meine Teergrube mal kurz hoch. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, zuschauen. Wie ich das jetzt hochlevel, die Perks werde ich mir noch schauen, wie ich das machen werde. Wie gesagt, erstmal auf 130 setzen. Und man sieht auch, man kriegt nicht die 100% zurück. Nein, es liegt daran, dass die episch nicht so viel kosten. Und ja, ich setze sie jetzt, wie gesagt, erstmal hoch. Übrigens, eine Sache noch vorweg, ihr seht es da. Ich brauche. Ah, ihr seht's. Ich kann es einfach nicht machen. Keine Ahnung warum. Ihr kriegt nicht 100% alles zurück. Das mal so vorweg.
Was noch die Sache ist, und zwar, wenn ihr das Element oder die Stats ändern wollt, wird das nicht mit auf die Skizze zugerechnet. Das heißt, das sind eure Kosten, die ihr dann halbt habt, die ihr nicht wieder, also ihr macht sozusagen Verlust, wenn ihr Sachen wiederverwertet per Skizzen. So, ich habe jetzt meine Skizze soweit hoch. Ich werde sie mir demnächst nochmal anschauen, wie ich sie denn am besten birken kann. Ich glaube, ich würde sie auf Haltbarkeit machen, um die Gegner ausbremsen zu können. Haben schon einiges dazu. Und ja, Haltbarkeit wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht, um die Gegner abzubremsen, weil ja, würde dann wie ein Bodengeschirr ankommen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht ist der eine oder andere dazu ermutigt worden, dieses Spiel doch zu spielen. Zu den Helden mache ich kein Video, weil, wie gesagt, es ist ein Anfängervideo. Hierbei geht es nicht darum, die stärksten Helden gleich am Anfang zu bekommen, sondern darum geht es erst mal später bei Steinwald und in Plänkerton braucht ihr das nicht unbedingt. Erst ab Brutal und Wild Peak sollten ein richtiger Helden-Setup vorhanden sein. Ja, ich würde sagen, Leute, bis dahin, Leute, und ciao.